Hallihallo, heute ein kurzer Link-Tipp: Linux Essentials, die Einsteiger-Zertifizierung des LPI. Was ist das denn für ein Ding? Von Tuxcademy, habe ich gesehen, Darmstadt kommen die wohl her. Creative Commons, hier genannt, die Lernunterlagen kann man sich da runterladen. Das ist eigentlich so gedacht zum Studium, um einen, ja, für das Linux Professional Institute so ein Zertifikat zu erwerben können, ja, so eine Art Kursus dafür, für die Grundlagen. Ja. Ich muss noch hier, Moment, da muss ich kurz hier machen, kurz darauf hinweisen, dass ich bei dieser Dokumentation oder Dr. Tuxcademy, habe ich jetzt darauf hingewiesen. Gut, was ist das für ein Ding? Ganz nett, mal durchzulesen, für die, die sich zum Beispiel noch gar nicht mit Linux beschäftigt haben. Ne? Da geht es wirklich mal von ganz vorne los. Was ist eigentlich ein Computer? Woraus besteht er? Wofür braucht man ein Betriebssystem? Und Linux, warum, weshalb und so weiter. Aber auch für diejenigen interessant, so Typen wie mich zum Beispiel, weil es hier manchmal Sachen gibt, wo man denkt, man weiß immer alles, weiß aber nicht. Nee. Manchmal findest du Sachen, die hast du selber noch nie gesehen. Wie war das nochmal mit dem Editor? Gut, Editor Nano kenne ich, aber dass es da einen anderen Editor gibt, der nicht Nano heißt, ne? Also ich meine jetzt nicht VI, auf den Nano basiert, da hätte ich jetzt auch streiken müssen, ne? Konnte ich auch nicht, wusste ich auch nicht. Ne? Irgendwo habe ich das denn gesehen. Naja, Textdateianhänge, pass auf. Da. Nano ist ein Klon des Editors namens Pico, noch nie von gehört. Ne? Also ist auch für Profis dann vielleicht mal ganz interessant. Da steht zwischen Zeilen Sachen, die hast du noch nie so begriffen. Wo du immer dachtest, du wüsstest alles. Ne? Oder dass du mit dem Editor, ne, mit Nano, mit Alt-X, den unteren Teil ausblenden kannst, zum Beispiel Alt-X, und dann ist hier unten die Zeile weg. Ne? Habe ich auch nicht gewusst. Also ganz interessant, mal durchzulesen. Gut, ob man da unbedingt jetzt so ein Zertifikat braucht von dem Linux-Zertifikat, finde ich eigentlich nicht so besonders berauschend oder sinnvoll. Ich denke, jeder, der sich mit Linux beschäftigt, hätte ein Zertifikat verdient, allein dafür, dass er sich für Linux entschieden hat. Und wer ein Profi ist oder nicht, das entscheidet meistens der Arbeitgeber und nicht irgendein Zettel, auf dem steht, ich bin schlau und ich habe einen Test geschafft, wo ich beim Multiple Choice bei 62,5% gelandet bin. Und naja, das sollte nicht ausschlaggebend sein. So, hättet ihr gewusst, was das hier für ein Betriebssystem ist? Ja gut, Linux schon. Aber welches denn? Nun, hättet ihr das bestanden? Wäre das jetzt Bestandteil eines solches Testes? Nein, natürlich nicht. Und deshalb, denke ich, kann man sich so einen Test auch sparen. Ne? Man muss ja nicht immer alles wissen. Man muss mit der Lücke leben. Und sich einfach für Linux entschieden zu haben, sollte doch genügen. Da braucht man nicht unbedingt ein Zettel vom LPI, wo drauf steht, ich bin klug. Na, gut. Aber trotzdem dieser kleine Einsteigertest vielleicht mal ganz nett zu machen, einfach mal durchzulesen. Worum geht es denn überhaupt bei Linux und wie fängt denn alles mal so an und was ist eine Shell und so weiter? Kleiner Link-Tipp, Link hänge ich euch an. Ich hoffe, ihr mit geholfen zu haben. Verbleiben mit freundlichen Grüßen und tschüss.